Hallo und herzlich willkommen zu Physik mit Kalle. In diesem Video, das zum Gebiet Mechanik gehört, beschäftigen wir uns mit der Kreisbewegung. Wir lernen heute, was eine Kreisbewegung ist, wie man sie beschreiben kann und zum Schluss rechnen wir noch eine kleine Beispielaufgabe. Man sagt, ein Körper oder Punkt führt eine Kreisbewegung bzw. Rotation oder Drehbewegung aus, wenn er sich auf einer kreisförmigen Bahn bewegt. Beispiele für Kreisbewegungen sind nicht schwer zu finden. Setzt ihr euch zum Beispiel in die Gondel eines Riesenrads, wie rechts auf dem Bild, dann beschreibt diese Gondel einen Kreis. Ihr führt also eine Kreisbewegung aus. Ein Satellit fliegt auf seiner Umlaufbahn kreisförmig um die Erde. Und wenn ihr einen Punkt auf einem Rad beobachtet, zum Beispiel von einem Auto, dann seht ihr, dass dieser Punkt, wenn das Rad sich dreht, immer wieder den gleichen Kreis abfährt. Und zum Schluss, wir alle sitzen auf der Erde, einem Planeten, der sich dreht. Durch die Rotation der Erde beschreiben wir also alle die ganze Zeit eine Kreisbewegung. Wie kann ich solch eine Kreisbewegung nun beschreiben? Das wollen wir uns im nächsten Kapitel ansehen. Wir betrachten dazu ein Karussell. Denkt mal zum Beispiel an ein Jahrmarkt. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com